Hi und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen YouTube-Video. Florian Sondershausen hier und in diesem Video sprechen wir über die Top 3 Kryptofehler beim Investieren, die du unbedingt vermeiden solltest. Worüber kaum jemand spricht, das decken wir jetzt hier natürlich halt auch mal auf, und zwar, dass man halt beim Investieren Gewinne und auch natürlich Verluste halt auch erzielen kann. Ja, wir haben jetzt hier nicht immer die rosa-rote Brille halt auch auf, um halt zu denken, dass man nur Gewinne macht, was man halt immer im Social Media natürlich halt auch sieht. Deswegen ist der erste Punkt, kein Wissen am gesamten Markt zu haben. Was meine ich damit? Du musst auf jeden Fall einfach das Knowledge halt auch haben, beziehungsweise dich damit befassen, Investments zu verstehen, Coins zu verstehen, wo du rein investieren möchtest. Du darfst nicht einfach irgendwelchen Influencern vertrauen oder jetzt einfach mal den Nachbarn um die Ecke, der dir einfach mal kurz ja kommt und sagt, hey, das ist der neue Shiba Inu Coin, der ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, investier mal ganz viel Geld rein, weil ich persönlich damals zum Beispiel aus 1000 Euro 100.000 Euro gemacht habe oder beispielsweise, ey, ich habe aus 100 Euro 500 Euro gemacht. Ja? Dadurch triggert dich automatisch diese sogenannte FOMO, aber du hast eigentlich kein Wissen, vertraust einfach einer anderen Person und weißt gar nicht wirklich, was du machst. Ja? Das heißt also, da ist einfach immer so dieser schnelle Gewinn natürlich halt im Kopf halt, und das ist absolut ein extrem großer Fehler, den du auf gar keinen Fall machen sollst. Ja? Das heißt also, vertraue nicht einfach blauäugig jemanden, der vielleicht gerade mal aus einem kleinen Hype natürlich halt ein bisschen Geld gemacht hat. Deswegen ist das unbedingt wichtig, dass du das auf jeden Fall vermeidest. Punkt 2, die falschen Strategien zu verwenden. Wichtig dabei ist, jetzt bist du vielleicht schon investiert, hast irgendwelchen Leuten natürlich schon mal vertraut. Okay, jetzt ist es vielleicht sogar noch im Gewinn, aber jetzt hast du auch gar keine Ahnung, wann du auszahlen sollst, ja? Weil da ist ja halt auch nochmal ein gewisser Punkt. Wo nehme ich eigentlich Gewinne mit? Ja, oder wo ist der Part natürlich, wo ich halt auch meinen Verlust halt in Kauf nehme? Weil wichtig ist einfach, wir können halt Gewinne und Verluste machen. Und das gehört beides dazu, an der Börse und halt auch an der Blockchain. Beides möglich, beides jeden Tag natürlich halt auch vorhanden. Und du musst einfach nur lernen, wann du natürlich halt auch Gewinne mitnehmen solltest. Ja? Das heißt also, was ich dir hier schon mal mitgeben kann, auf jeden Fall nicht alles auscashen, wenn du im Plus bist, ja? Weil der gesamte Kryptomarkt ist natürlich halt auch sehr stark volatil und du musst halt einfach die richtigen Strategien halt beim Investieren und auch beim Auszahlen natürlich halt auch verwenden. Und da gibt es halt ein ganz klares Regelwerk, aber hier erstmal vorab, du musst nicht alles auscashen, wenn du halt schon mal noch im Gewinn halt bist. Nimm kleine Profite natürlich halt auf dem Weg, wenn der Coin natürlich oder der Token halt auch jetzt halt hochgeht, und das ist erstmal vorab das Wichtigste, was du hier wissen sollst. Also einfach nur Step by Step Gewinne mitnehmen. Fehler Nummer 3 ist es natürlich, geduldig zu bleiben. Ja? Viele Anleger im Markt, gerade bei den volatilen Phasen im Kryptomarkt, machen immer den großen Fehler, dass sie nicht geduldig sind. Ja? Was meine ich mit nicht geduldig zu sein? Zum Beispiel, es gibt sehr viele Coins. Es gibt auch jede Menge neue Coins und Tokens, die natürlich jeden Tag neu dazukommen. Aktueller Stand gibt es weit über 18.000 Coins und Tokens, und da ist ja natürlich der Part, wenn du irgendwo rein investiert hast, beispielsweise du hast jetzt 10 Coins und Tokens halt auch verwendet, wo du halt schon mal ein bisschen rein investiert hast, dann ist es fast zu 100%ig möglich, dass diese Coins teilweise sich nicht bewegen, währenddessen andere Coins und Tokens sehr krasse Prozente machen. Ja, was meine ich mit krassen Prozenten? Weit über 100% natürlich innerhalb von einer Woche, innerhalb von einem Monat natürlich machen. Und das ist ganz normal. Das Problem ist halt da, bei diesem Part, dass du dich automatisch natürlich eine gewisse Gier trifft und du halt komplett ungeduldig wirst. Das heißt also, du musst ein bisschen gegen dich selber halt da natürlich kämpfen, du musst das so ein bisschen im Gleichgewicht natürlich bekommen, dass du geduldiger wirst, ja? Weil deine Coins und Tokens haben einfach noch nicht diesen Zeitpunkt geschafft, vielleicht irgendwie an neuen Börsen gelistet zu werden, dass sie halt hochschießen oder. Und das ist dann der größte Fehler, dass du dann dein Investment von diesen 10 Coins beispielsweise wieder rausholst, genau in diese Coins rein investierst, die schon natürlich ihren Boom gerade gehabt haben. Diese Coins fallen dann natürlich direkt runter, und die anderen Coins, wo du eigentlich davor drin warst, die gehen dann natürlich halt, also mit der Zeit, dann einfach to the moon.
Deswegen ist es einfach umso wichtiger, mal nochmal kurz zusammengefasst, du brauchst das nötige Wissen, ja? Du musst dir das Wissen aneignen, um halt einfach Coins und Tokens sauber zu analysieren, dass du dir deine eigene Meinung natürlich halt bilden kannst, ja? Du brauchst dann, der zweite Punkt natürlich, auch die richtigen Strategien, damit du halt auch beim Einsteigen und beim Ausstieg natürlich halt auch einen klaren Plan halt hast, wie du das Ganze halt auch machst. Dann der dritte Punkt. Du musst geduldig bleiben, ja. Wenn du nicht geduldig bist an der Börse, dann wirst du verlieren, ja. Weil es gibt so ein Part, das Geld an der Börse fließt immer von den Ungeduldigen zu den Geduldigen, ja. Und das ist ein Regelwerk, das musst du dir merken. Das ist ein ganz wichtiger Part. Und wenn du diese Regeln nicht befolgst, dann hast du hier auf jeden Fall nichts verloren und vielleicht bist du ja jetzt auch an dem Punkt, wo du dich selber jetzt auch hier an irgendeinem Punkt mal wiedergefunden hast, diese Erfahrung schon getätigt hast und selber dachtest, fuck, warum ist mir das passiert? Ich kann dir sagen, wir betreuen tagtäglich sehr viele Kunden, sehr viele neue Kunden von Anfänger zu Fortgeschrittenen und helfen ihnen dabei, die mit den richtigen Strategien sich wirklich gut an der Börse und der Blockchain zu positionieren, damit man einfach das richtige Know-how hat, also das richtige Wissen halt auch hat, die richtigen Strategien bekommt und natürlich halt auch vom Mindset her geduldig bleibt. Dass du lernst, wie du mit System halt wirklich sehr gut investieren kannst und das Ganze langfristig natürlich halt auch betrachtest. Und wenn du das auch haben möchtest, wenn du auch die neuesten Coins und Tokens, die wirklich zukunftsorientiert sind, auch haben möchtest, dann kannst du dich jetzt gerne hier unten auf ein kostenloses Erstgespräch eintragen unter www.floriansondershausen.de und wir finden innerhalb kurzer Zeit auch direkt heraus, ob wir dir direkt auch weiterhelfen können. Deswegen, wenn du selber an dem Punkt bist, jetzt endlich mal halt auch mit zu investieren, sauber mit klaren Strategien, mit dem sauberen Wissensstand für dich natürlich, dann trag dich gerne jetzt hier ein unter diesem Video, klick einfach auf den Link und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen. So viel dazu, das war's und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.